So, hallo. Ihr hört mich jetzt schon mal auf meiner VR-Brille. Ich hoffe, also die Mikroqualität in VR ist okay. Ich bin tatsächlich recht zufrieden mit meiner Brille. So, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Moment. Wir gehen sofort rüber in die Game-Szene. Moment. So, da. Hallo. Schön, dass ihr da seid. So. Wenn die Tonqualität echt gut. Ja, also dafür, dass es eine VR-Brille ist und das VR-Mikro ich benutze, also das Mikro von meiner Brille, ist es echt gut. So. Hallo! Ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich tatsächlich auch Chat mit in VR drin. Ich habe es heute geschafft. Jetzt sehe ich euch tatsächlich. Ich sehe, was ihr schreibt. Hallo, hallo. Hallo erstmal Extreme Builder. Hallo Don. Hallo I Am You. Hallo Fluffy und hallo Glaster. Hallo Mecha Spider. Hallo John. Hallo Sakura. Schön, dass ihr da seid. Leider kann ich im Chat jetzt nicht wieder hochscrollen, um alle anderen zu sehen, die vorher schon geschrieben haben. Aber auch an euch Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Und hallo Freddy. So. Seid live dabei, ja. Ich kann heute Chat lesen, tatsächlich. Ich muss nur mal kurz gucken, wegen meiner Brille, dass sie richtig sitzt. Ich habe eben schon vorbereitet alles. Ich hätte meine Haare anders machen sollen. Ich habe mir einen Pferdeschwanz gemacht und der sitzt ein bisschen zu hoch für die Brille. Ah, Mann. Hallo Rikasa, Hallöchen. Hallo Sirius. Hallo Seidstein, Hallöchen. So, ja, ich hab heute mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe tatsächlich ein paar Maps gesucht, die so ein bisschen spooky sind. Wir haben ja Spooktober. Und da ich kein Horrormensch bin, großartig, hatte ich überlegt, ob wir nicht einfach in VR einen kleinen Gruselspaziergang über einen Friedhof machen können oder sowas. Friedhöfe sind cool. Also, ja, mal gucken. Ich habe ein paar Maps rausgesucht. Wir schauen heute mal, wie lang ich durchhalte oder wann meine Controller abkacken. Das ist nämlich das letzte Mal passiert. Wir hatten ja im September, meinem 24-Stunden-Wochenende, hatten wir auch VR mit allen anderen von Leitmotiv gespielt. Und ja, da haben danach, ich glaube, 2 Stunden oder sowas, haben meine Controller gesagt so, nee, Akku leer. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Und ihr habt Trinken redeemt. Scheiße. Wisst ihr, in VR trinken ist nicht so einfach. Weil dann muss ich erstmal meine Hände weglegen. Moment. So, ich lege meine Hände auf den Tisch. Ach Gott. Direkt erstmal sippeln. Ich hab dir jetzt gleich Wasserflasche ASMR. So. Ich mag Friedhöfe tatsächlich. Schön ruhig und man kann gut Vögel und Eichhörnchen beobachten. Das stimmt. So, jetzt nehme ich meine Hände wieder in die Hand. Mit das in meiner Hand. So. Das Trinken ohne Hände nicht schwer? Ja, geht schon. Ich bin eine Eule, ich schaff das. Ja, ich habe uns jetzt hier mal eine Map gesucht, die, ich glaube, atmosphärisch ganz okay ist. Wir können ja mal ein bisschen drüber gehen. Also, ich hab einen Friedhof gefunden. Ich finde, die Atmosphäre hier ist schön. Es ist nicht so richtig, du siehst nichts und es ist alles dunkel, spooky. Aber man sieht genug. Freitag der 13. Ja. Boah, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Ich hatte heute richtig Glück. Ich hatte heute so viel Glück. Habe ich euch noch gar nicht erzählt. Aber ich habe ein Paket bekommen. Eigentlich sollte das gestern schon kommen. Und ich war aber arbeiten, weil normale Menschen müssen auch manchmal arbeiten. Und der Postbote dachte sich so, ja, die Frau Euphelia ist jetzt nicht da, die ist nicht zu Hause. Ich klinge aber nicht bei den Nachbarn, um das Paket abzugeben. Ich liefere das Paket an eine Packstation 3 Kilometer weit weg. Jetzt stehe ich da. Das ist ein schweres Paket. 12 Kilo oder sowas. Ein schweres Paket. Jetzt stehe ich da ohne Auto. Ich habe kein Auto. Und muss irgendwie gucken, wie ich dieses schwere 12-Kilo-Paket von der Packstation 3 Kilometer weit weg herbekomme. Ja. Gut. Also bin ich da schön mit den Öffis irgendwie in die Nähe gefahren, hab geguckt, wie komme ich denn da überhaupt hin. Ich habe meinen City-Roller mitgenommen, damit ich das schwere Paket da drauf packen kann. Das Paket war am Ende so groß, dass ich den Roller nicht benutzen konnte, weil das Paket immer auf der Bremse hinten lag. Ging auch nicht. Jan. Nee, Jan kann mich nicht fahren. Ja, genau.
Und dann stand ich da, hab das auf der Paketstation geholt, dachte mir erstmal so, scheiße. Jetzt wollte ich das auf meinen Roller laden. Also auf den City-Roller. Und das Paket ist zu groß. Da steht auf der Bremse hinten drauf. So kann ich den nicht schieben. Und dann, die Packstation war in so einem Supermarkt. Und dann ist da eine Frau, die ist gerade am Ausparken, die war einkaufen. Und ich schieb so meinen Roller, der eigentlich immer mit der Bremse blockiert. Und ich schleife den eigentlich nur mit dem Paket über den Parkplatz. ja. Und dann fragt mich die Frau so, ja, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Das sieht ja sehr wackelig alles aus. Und dann hat sich herausgestellt, die kommt aus dem gleichen Ort wie ich, wohnt gefühlt so zwei Straßen weiter und die hat mich einfach mit nach Hause genommen. Ich habe, also wie viel Glück kann man haben an irgendeinem random Supermarkt, 3-4 Kilometer weiter weg? Ach Mann, ja, jetzt mag ich meinen Nachbarn doch wieder. Ja. So habe ich dann das Paket nach Hause bekommen. Aber das war wirklich, also ich habe gedacht so, boah, was ist das für eine Scheiße? Wie soll ich dieses Paket irgendwie nach Hause bekommen? Ich weiß nicht, was ich dem Paketboten getan habe. Ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, vielleicht ist ihm am Morgen die Ärmel runtergerutscht beim Händewaschen und er ist auf einen Legostein getreten. Aber, ja. Aber das war wirklich Glück heute. Also Freitag der 13. ist mein Glückstag. Ja, aber das war sehr süß. Also musstest du dann auch noch Paket und Roller mitnehmen, klasse. Na, den Roller habe ich ja mitgenommen, damit ich das Paket da drauf machen kann, damit ich das Paket nicht tragen muss. Weil so ein riesiges, sperriges 12-Kilo-Paket zu tragen, ist halt schon nicht ohne. Und deswegen hatte ich meinen Roller mitgenommen, damit ich das Paket halt auf dem Roller schieben kann. Oh, jetzt habe ich meinen Controller gegen den Tisch gehauen. ja, genau. Und dann hat aber nicht mal das geklappt, weil das Paket viel zu groß war. Das war scheiße. Ich spiele Postboten mit Lego. Bestimmt, wenn die Kinder haben oder sowas. Ja, ich hab echt viel auf Glück geskillt heute. Ja, 30 Grad Mitte Oktober ist echt... Also, mir ist auch viel zu warm. Ich bin eigentlich so ab 1. Oktober kommen bei mir eigentlich die Winterpullis in den Schrank. Ich habe aber jetzt noch nicht meine Wintersachen aus dem Keller hochgeholt. Ich habe immer noch meine Sommersachen im Schrank, weil es einfach viel zu warm ist. Ich stehe hier tatsächlich mit langen Ärmeln. Es ist ein dünnes, langärmliches Sweatshirt, was ich trage. Und es ist viel zu warm. Aber ich mag lange Ärmel. Naja, wir gucken mal, was der Friedhof so bringt. Ich habe bisher auch noch nicht einmal meinen Pulli angehabt. Ja, aber Pullis sind Liebe. Ich liebe Pullis, ich liebe Hoodies, ich liebe alles, was lange Ärmel hat. Und ich quäl mich halt jetzt durch die warmen Tage auch mit Pulli. Weil Pullis halt einfach super sind. Was ähnliches ist mir auch zweimal passiert. Ich hatte Fuß gebrochen ohne Auto im Krankenhaus und da hat mich eine nette Frau nach Hause gefahren, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und auch nach dem Einkaufen mit dem Fuß hat ein Mann angeboten, mich zu fahren. Ich war einfach nur sprachlos. So viel Freundlichkeit habe ich noch nicht erlebt. Ja, das war halt richtig, richtig toll. Weil das war halt in irgendeinem anderen Stadtteil, wo ich erstmal hinfahren musste. Und dann halt wirklich irgendwem zu begegnen, der tatsächlich bei mir aus der Nachbarschaft kommt. Und der mich einfach gerade auf dem Heimweg mit einpacken und mit nach Hause fahren kann. Das war halt, also wie viel Glück kann ich haben? Ich treffe meine Nachbarn überall. Ich weiß nicht warum, ich werde die nicht los. Ich habe die auch schon beim Arzt getroffen, ganz random. Naja. So, was bietet uns der Friedhof hier eigentlich? Übrigens, Dankeschön für die ganzen Leute, die noch ihr Follows da lassen. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Also ich finde, das Licht, der Himmel ist schön. Guckt euch mal den Himmel an. Oh. Das ist schick. Es ist tatsächlich recht schwierig, schöne Halloween-VR-Chat-Maps zu finden. Ich habe heute ein bisschen geguckt, aber da war jetzt nicht so viel los. Und ich packe euch mal... Soll ich euch hinter mich packen? Ist das besser, wenn ihr nur meinen Hinterkopf seht? Hier sind überall Grabsteine. Steht sogar was drauf. Hier mit dem... Okay, mit dem Kürbis kann ich nichts machen. Da ist ein Kürbis auf dem Boden. Aha. Paketboten war es bestimmt zu dumm, 12 Kilo Paket auszuliefern.
Ja, ich weiß halt auch nicht. Also das Ding ist, wir haben eine Packstation näher dran. Da müsste ich halt keine 3 Kilometer weit weg oder sowas. Wir haben eine Paketstation, die ist viel näher dran. Aber, keine Ahnung, der hätte die auch im Paketshop da lassen können oder sowas. Aber, naja. Ja, ist ein Mausoleum. Ich mag Mausoleen irgendwie. Die sind voll spooky, aber interessant. So. Auf den Grabstein steht was drauf. Ich suche mal einen lustigen Grabstein. Ah, der ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr lesen könnt, was da drauf steht, ob das bei euch gespiegelt ist. Aber Novaro ist gestorben. Died of a laughing attack from reading the other tombstones. He will be missed. Also, wir müssen aufpassen, sonst liegen wir da gleich mit daneben. So. Okay. War vermutlich nur faul. Ja. Naja. Kann es nochmal lesen. Okay. Dann ist es nur bei mir gespiegelt. So, wen haben wir hier? No help. Stop doing that. Ah. Da steht ein Zitat auf dem Grabstein. Rest in peace. Ruhe in Stückchen. Also, ich weiß nicht, ob du ein Stückchen darunter liegst, aber. Ich hab einige Friedhöfe heute besucht. Also in VR. Um zu gucken, ob wir irgendwie eine coole Map finden. Ja, wir können später, wenn wir so ein bisschen durch sind, wenn wir hier nichts mehr zu tun haben, können wir auch noch so gucken, was wir für Welten finden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir heute allzu lang VR machen werden, weil es halt auch sehr anstrengend ist. Das waren seine letzten Worte, ja. Oh Gott. Da ist ein Geist. Hallo, Geist. Ach, Scheiße. Okay. Pack euch mal dahin. Kimster. One out of every three hoes are mad. And I'm not mad. Okay. Alles klar, na dann. Gutes Zitat. Pixel, Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank. Ich habe leider nicht genau sehen können, wie viele Monate jetzt, aber vielen, vielen Dank, Dankeschön. 3 Pixel. So. Okay. Die Grabsteine hier sind teilweise so dunkel, dass ich kaum lesen kann. Taken by the bees while venturing the. Ich kann es nicht lesen, es ist zu dunkel. Irgendwas. Looking for treasure. Also Jungles soll das sein, okay. Taken by the bees while venturing the jungles looking for treasure. Na dann. Okay. Der ist gut. Der ist gut. Don't worry, he is in a better place now. But yes, he's toast. Okay. Ein Amateur Indiana Jones, genau, da war ein Amateur Indiana Jones. Musst du aufpassen, wenn du in den Dschungel gehst. So, hier steht nichts mehr drauf. Oh. Dann gehen wir mal in das Mausoleum. Hier stehen noch überall Kürbisse rum. Wir gehen jetzt da rein. Psst. Da sind Fackeln drin. Schöner Teppich. Schön. Ich will auch nicht mehr da rein, hab Angst. Ach was, hier muss man doch keine Angst haben. Ah, ich kann, warte mal, ich kann das benutzen.
Oh, I didn't see you there. Oh. Give me a minute, I'll be right with you in just a second. Ja, Moment. Ich bin, ja, ich warte eine Minute. Alles gut? Ja? Oh, gut. Ah! Was? Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Okay. Ja, ich lasse ihn mal alleine. Okay, Moment. Warte mal, warte mal. Ich mach mal wieder zu. So, tschüss. Okay. Ja, nun. Ja, und jetzt? Mal wieder zugemacht. Ja gut. Reiner Mona, sonst geht die Hotbox kaputt. Wie? Kann ich hier hochspringen? Oh ja, ich kann hier hochspringen. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Oh, I didn't see you there. Give me a minute, I'll be right with you in just a second. Hm. Ja, kommt wieder nur das gleiche wahrscheinlich gleich, gell? Jetzt gluckert der einmal ein bisschen und dann kommt wieder Snoop Dogg. Ich mach mal wieder zu. Ah. Oh Gott. Ja, gute Luft in der Gruft. Also die Gruftis, die sind hier gut bedient. Ja, ansonsten ist ja tatsächlich nicht viel. Es ist vor allem nur atmosphärisch sehr schön. Also wenn wir hier mit dem Mausoleum im Hintergrund stehen, mit den spooky Kürbissen. Hat sich totgekifft. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Man hat halt nicht viel zu lachen, wenn man tot ist. Ja, da muss man anderweitig irgendwie Spaß am Unleben haben. Ja. Aber schick, schick. Also zum einfach abhängen und irgendwie chatten ist das schon schön hier. Hier liegt noch ein Kumpel wahrscheinlich von dem rum. Hallo. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nee. Kann mit dem nichts machen, mit dem Kumpel. Ich kann ein Selfie mit dem machen. Ha. Moment. Peace. Haha. Okay. Brauchte mal frische Luft, aber hallo. Moment. Stell uns wieder hin. Ups. So. Ja gut, jetzt haben wir hier die... Also ich habe zumindest nichts gefunden, womit wir noch interagieren können. Mit den Grabsteinen kann ich nicht interagieren. Mit den Kürbissen kann ich nicht interagieren, aber ich kann mich draufstellen auf die Kürbisse. Ha. So. Haben wir hier noch irgendwen? Axel liegt hier. Hm. Okay, aber ich sehe jetzt keine so interessanten Grabaufschriften. Das ist nicht so lustig. Nee, ich kann sonst hier nichts machen. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie... Ich habe noch eine andere Map ausgesucht gehabt. Ob die irgendwas kann. Das weiß ich nicht. Moment, wir gehen mal darüber. So, bis gleich. Bum, 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 bum. Nee, Tiere gab es leider nicht. Oh Gott. Oh. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Oh, ich bin ehrlich mit euch, mir wird hier gerade richtig schlecht hier auf der Web. Die ist nicht gut für VR optimiert. Boah. Ja, das ist ein alter Friedhof, würde ich sagen. Ah. Die war irgendwie cooler, als ich nicht im VR drauf war.
Kann ich mal raus da. Ja, nee, also, boah. Moment. Go home. Dann geh mal kurz nach Hause. Das ist, ey, boah. Irgendwie zu dunkel. Ja, ich... Hilfe. Ja, nee, da gehen wir nicht hin. Da gehen wir nicht hin. Gehen wir einfach mal nach Hause und gucken, was wir vielleicht noch so finden. Wie gesagt, ich habe heute geguckt, aber ich habe zumindest, ich habe halt keine so krass schönen Halloween-Maps gefunden, wo man irgendwas machen kann, die nicht Horror sind. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich habe wirklich heute geguckt. Guck mal hin. Aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Wir können ja nochmal gucken, ob wir noch was finden. Ich mach einfach mal, ich suche einfach mal, warte mal. So, haben wir irgendwas Halloween? Ich suche einfach mal nach Halloween. Ich weiß nicht, bei Lovecraft, da habe ich ganz komische Befürchtungen. Bin ich ehrlich. Halloween. Es ist auch tatsächlich immer recht schwierig, dann zu gucken, welche Maps sind tatsächlich von der Qualität dann auch recht gut. Mir gibt es nicht viel, oder? Doch, da lädt noch mehr gerade. Aber da. Hätte ich gerne irgendwas mit euch gemacht? Irgendwas Interaktives. Wäre cool gewesen. Boah. Weil die erste Map so kurz, naja, da war halt nicht viel los. Ja, kann halt nur rumlaufen und ist halt, ich sag mal, eine sehr kleine Map. War halt nicht viel los. Kann man nicht viel machen. Ich gibt's immer. Ich wollte jetzt auch nichts zu Gruseliges machen. Einfach nur. Also vielleicht können wir auch einfach nur Just Chatting machen. In der anderen Welt nochmal. Was ist das da? Das probiere ich jetzt einmal aus. Moment. So. Ich probiere jetzt mal eine Welt aus. Du, 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 du. Und es wurde richtig warm gerade. Richtig warm. Scheint auch die Sonne gerade voll hier ins Zimmer rein. Kein Wunder, dass mir so warm ist, wenn ich hier von der Sonne beballert werde noch. Mit VR-Brille auf und am Bewegen und alles. So, hallo. Oh. Also, wenn wir ganz krass sind, dann spielen wir Phasmo in VR. Aber ich glaube, ich bin nicht krass. Okay, wir haben eine To-Do. Collect all the candy. Okay, wir müssen Candy collecten. Sieht nach einer Phasmo-Map aus. Also die Häuser sehen sehr nach Phasmo aus. Aber ich glaube, wir müssen hier einfach nur rumgehen und Süßigkeiten sammeln. Ich gehe mal hier hin. Phasmo VR. Doch, du bist krass. Oh Gott, Hilfe. Hallo, okay. Mit dem Briefkasten kann ich nichts machen. Okay. Ja, wir gehen mal hier in das Haus rein. Boah. Vor allem alleine. Ich bin ja eh schon scheiße in Phasmo. Wir haben ja... Ich hatte letzten Sonntag eine spontane Phasmo-Collab mit Kata. Und ja. Ich bin ja da schon schlimm und schreckhaft. Hallo. Oh Gott, hallo. Hallo, darf ich Candy... Ich hab Candy. Okay. Tschüss.
Bye bye. Süßigkeiten erfolgreich eingesammelt. Yeah. Okay, okay. Da vorne ist auch noch ein Haus. Ich finde das. Ich glaube, das ist so ein Ding in Amerika, dass die einfach ihre Häuser immer so krass dekorieren zu allen möglichen Jahreszeiten. Zu Halloween, zu Weihnachten, zu. Keine Ahnung. Feiern die Ostern? Einfach krass. Teilst du mit uns? Ja, klar. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr lange nicht mehr an Halloween irgendwo rumgegangen. Aber ich bin noch zu alt dafür, glaube ich. Aber ich bin auch mit meiner kleinen Schwester dann halt öfter mal von Haus zu Haus gegangen. So. Hallo. Oh, hallo. Hallo, ich bin die Mona. Ich bin eine Eule. Und ich bin ganz gruselig. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Ja, das war doch eine nette. Ja. Hilfe. Aber ich übertreibe teilweise echt extrem. Tja. Ja, und die hat hier noch... Ich stehe in einem Kessel. Moment. Aber ich kann davor... look for Candy. Okay. Ich looke nicht vor Candy. Mona wird gekocht, ja. Ich stehe jetzt im Kochtopf. Das ist schön warm hier. Schön angenehm. Yeah. Ja, ist auf jeden Fall gesund. Doch, doch. Oh, warte mal, der andere Nachbar, wo wir gerade eben waren, der hat noch einen Sarg vor der Garage stehen. Hallo? Kann ich damit was machen? Hier ist ein Vampirsarg. Ich will mich da reinlegen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Umfrage läuft. Was? Was ist eine Umfrage? Hä? Was für eine Umfrage läuft? Was habt ihr getan? Kann ich in der Garage noch was machen? Nee, Garage geht nicht. Wenn wir jedes Laufen Free Candy, was? Ohne Fun? Van? Achso, Free Candy ohne Van. Oh, der hat ein bisschen gebraucht, bis er in meinem Kopf angekommen ist. Leg dich mal zu Dracula, der ist bestimmt einsam. Okay. Ob er als Kind an Halloween Süßkram gesammelt hat. Ah, okay, okay. Oh. Das sind viele Kürbisse. Die gucken einen auch überhaupt nicht gruselig an. Oh, Extreme-Bilder, das ist tatsächlich eine gute Idee. Für Halloween einfach die Kesseleule. Dann hocke ich in meinem Hexenkessel und nicht in der Tasse. Das wäre es einfach. Muss ich noch schnell ein neues 2D-Model machen. Ich bin nicht beobachtet. Ja, hier sind so viele Kürbisse. Na gut. Ja, ich bin mal gespannt, wer jetzt hier wohnt. Wir gehen mal da hoch. Hallo. Hier wohnt ein Kürbis. Wer hätte das gedacht? Ich nehme mal die Süßigkeiten. Meins. Haha. Tschüss. Tschüss, Mister. Ja, ich, Tschüss. Ja, dann. Oh Mann, oh Mann. Oh, das VR-Headset drückt jetzt schon. Hat er seine Verwandten geköpft? Ja, wahrscheinlich. Also hier im Vorgarten sind all dem seine Verwandten. Ich muss auch noch einen Kürbis schnitzen, unbedingt. Oh, vielleicht machen wir das im Stream. Vielleicht, das wäre cool. Ich hätte noch einen Riesenkürbis. Mit dem kann ich aber nichts machen. Wow. So, warte, wo ist das nächste Haus? Da drüben.
Darf ich vorstellen? Ja. Bestimmt gut, wenn hier irgendwas begraben ist. Ich gehe da mal hin, gell? Ich glaube, das ist der nicht zu Hause ist. Ah! Hallo. Ja, das ist der. Das ist immer derjenige, der alles dunkel macht, Licht aus, Rollläden runter, damit es aussieht, als wäre man nicht da. Nee, der mag kein Halloween, glaube ich. Warte, wir können mal zu ihm näher rangehen. Hallo? Kann der mir was tun? Ich kann da gar nicht reingehen, schade. Schade, schade. Ja, und der mag kein Halloween. Der ist kein Halloween-Freund, glaube ich. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Oh Gott. So. Finde ich jedes Jahr. Ich habe tatsächlich... Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Ich habe noch Candy in der Mülltonne gefunden. Moment. Guck mal. Das Süßes. In der Mülltonne. Okay. Dankeschön. Na dann. Gehen wir mal weiter. Oh. Ich möchte euch warnen, auf dem nächsten Haus da vorne sitzt eine große Spinne. Da sitzt eine große Spinne. Also falls ihr nicht mit großen Spinnen könnt, ihr seid gewarnt. Und da ist irgendwas, das sieht aus, als wären es Pflanzen, die uns fressen könnten. Mach die weg. Tja. Große Spinne, okay, tschüss. Ja, die sitzt da auf dem Vordach. Ja. Weißt du? Kannst du mir wehtun? Hallo. Guck mal, die ist voll lieb. No, Pflanzi. Das ist lieb mit der Kuhpflanze in Sims 4. Müsst ihr einfach nur ganz lieb streicheln, dann tut ihr euch nichts. Und regelmäßig füttern, das ist auch ganz wichtig. Regelmäßig füttern und dann ist die Kuhpflanze ganz, ganz ruhig. Ja, auch die Zunge kraulen. Jo, dann gehen wir mal an der Tür klingeln. Hallo, Süßes oder Saures? Hallo? Bist du ein Digimon? Ist das ein Digimon? Ich habe keine Ahnung von Digimon, aber es sieht aus, als wäre es ein Digimon. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hilfe. Da hinten ist noch eine Pflanze. Also warte, soll ich dir noch die Tür zumachen? Tschüss. Palmon? Ich habe keine Ahnung von Digimon, bin ich ehrlich. So. Oh Gott, die andere Pflanze will mich auch essen. Hallo? Oh, jetzt bin ich in der Pflanze drin. Hilfe, die Pflanze hat mich gegessen! Ah! Lass mich hier raus! Hallo! Ich werde hier gegessen! Ja, gut. Dazu es zieht. Ja. Ah. Ja, okay, Franz, ich gehe ja schon. Okay. Wir haben da noch ein Haus. Wir haben da noch ein großes Haus. So. Ja, hier runter. Wupp. So, Mona. Was? Oh no, Mona erholt. Also, holt das Pflanzenvernichtungsmittel. Ach so. Und dann. Da ist ein Doggo. Ich weiß nicht, ob der Doggo uns mag.
Wir klingeln mal und gucken, ob wir dann vom Doggo zerfleischt werden. Ich mag Doggos tatsächlich nicht so, weil die mich immer anbellen und ich mag das nicht. Die sind immer so unfreundlich. Hallo, Süßes oder Saures? Ah, hallo. Du hast aber schöne Füße. Gib mal her. Dankeschön. Ich lasse wieder mit deinen Füßen alleine. Tschüss. Okay. Jetzt kann man doch zum Doggo gehen. Das ist Monanas. Hier ist so ein Sprinkler, gell? Ba, ba, ba. Hallo, Doggo. Das ist Luni, wenn sie nicht genug zu essen hat. Da muss man Luni einmal patten. Ansonsten geht das ganz, ganz schlimm aus. Und man muss Luni Essen geben. Also füttert immer eure Luni. Sonst wird daraus ein blutrünstiger Hund. Ein blutrünstiger Hund. So, ich hoffe, wir haben... Also, wir müssen halt alle Candies collecten. Ich weiß nicht, wo ich noch gucken kann. Kann ich in der Mülltonne gucken? Nee. In der Mülltonne kann ich nicht gucken. Wir hatten halt eben in dem einen umgefallenen Mülleimer noch Süßigkeiten gefunden. Aber wir haben da vorne noch ein letztes Haus am Ende der Straße. So. Was essen Lunis so? Ja, das ist die Frage. Darf ich da... Soll ich da überhaupt zu dem Haus hingehen? Vielleicht hinter den Häusern. Wir könnten gucken, ob hinter den Häusern noch was ist. Da geht's zum Beispiel rein. Wo ist denn wo? Das ist eine gute Frage. Okay, ich gehe nochmal hinter den Häusern gucken. Kann auch bei den Leuten in die Fenster reingucken. Hallo? Ich gehe in euren Garten. Habt ihr hier Süßigkeiten versteckt? Oh Gott. John, danke schon für den Grab Rave. Ich habe mich nur dezent erschrocken. Okay, aber hier geht's gar nicht jetzt weiter. Aber kann ich hier in den anderen Garten? Oh. Nee, kann ich nicht. Ich kann da nicht in den anderen Garten. Auch wenn es so aussieht. Oh Gott. Gladiator, bitte. Warum? Scheiße. Ja, das ist wirklich ganz mies, wenn ich in so einer Geisterstadt rumlaufe. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Ja, wir gehen jetzt einfach mal da vorne zu dem Haus. Da. Und dann gucken wir mal, was da auf uns wartet. Da steht schon wer. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht überfahren werden, wenn wir über die Straße gehen. Da hockt eine Kanzel. Ganze. Pet. Oh, ich kann. Oh. Miau, 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 miau. Oh. Oh, ich kann ganz. Warum seid ihr so? Warum? Hallo, Kanze. Miau. Oh, aber hier kann ich nicht hin. Das Haus ist vor allem viel zu groß. Guckt euch mal an, wie groß die Tür ist. Okay, das heißt, hier kann man nichts machen, oder wie? Außer Kanze-Button. Munas Mol. Und Fluffy, Dankeschön für den Gift-Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh, wie wir strecken hier. Knack, knack, knack. Mein Rücken knackt. So. Mona really small. No, ich bin nicht small. Okay, also entweder haben wir noch nicht alles an Candy gefunden. Ich guck mal vorne, ob wir die Aufgabe erledigt haben. So. Da wohnen Riesen, ja wahrscheinlich. Sonst müssen wir nochmal bei den anderen Nachbarn hier gucken, ob die noch irgendwo Candy versteckt haben. Irgendwie in den Blumenkästen oder sowas.
Hallo? Habt ihr hier noch irgendwo Süßes versteckt? Ich will eigentlich irgendeine Belohnung dafür, wenn ich alles an Süßigkeiten gefunden habe. Collector Candy ist nicht abgehakt. Okay. Dann müssen wir vielleicht noch irgendwo Candy finden. Hier drin konnte ich suchen. Nach Süßigkeiten. In dem Kessel. Die Süßigkeiten, keine Belohnung? Nein! Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Mehr Süßigkeiten. Habt ihr meine Schokolade versteckt? Ja, wo habt ihr Schokolade versteckt, ha? Huh? Ha? Huh? Wo habt ihr meine Schokolade versteckt? Ich gucke euch in eure Seele. Guckt mir in die Augen. Gebt mir eure Schokolade. Okay, hier ist nichts. Okay, das da hatten wir gefunden. Dem Kumpel geht's nicht gut, der ist im Boden versunken. Guck mal. Was macht der da? Ihm geht's nicht gut. Kann ich dir irgendwie helfen? Schämt sich ein Grund vom Boden, ja, genau. Oh. Na gut. Mach mal die Tür zu. Okay, er bleibt so. Alles klar. Na, dann weiß ich Bescheid. Also, ich finde das Haus von dem Kürbiskopf, finde ich, viel, also am schönsten dekoriert, muss ich ja sagen. Also, hier drüben, wenn man sich das so anschaut, das sieht richtig, richtig schön aus hier. Da will ich mich auf die Veranda setzen und einfach nur die schön leuchtenden Kürbisse begutachten. Der Boden ist böse, der braucht Aua, ja. Und dann haut er drauf. Ah ja, ich glaube... Also, soweit jetzt nicht irgendwo. Der hat nichts weiter für uns. Schade, ich mach wieder zu. Tschüss. So. Ich würde mich gerne auf den Stuhl setzen. Hier ist ein Stuhl. Ich würde mich gerne da draufsetzen. Ich würde mal. Ich tue so, als würde ich da draufsetzen. Mhm. Ja, doch, sehr bequem. Ah, naja. So. Na gut. Also wir haben Candy collected. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir Süßes oder Saures geholt. Ich hoffe, ganz viel saure Würmchen. Oh. Also. Saure Gummibärchen sind die besten Gummibärchen. Ha. Jetzt habt ihr's. So. Also am liebsten Saures. Okay. Was haben wir dann noch eventuell für Welten, die wir besuchen könnten? Das wusste ich schon. Moment. Search. Da. Nein, bitte keine Waschmittelpots essen. Das, nee, um Gottes Willen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, dann suchen wir nochmal nach etwas. Spooky. Ba, 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 ba. Spooky Forest ist bestimmt toll. Wir wollten doch schon immer mal in einen gruseligen Wald, oder? Wir gehen jetzt in den gruseligen Wald. So. Ba, 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 ba.
Hallo. Aha. Ich weiß noch nicht, ob der so spooky ist. Hier ist sehr viel Licht dafür, dass es spooky sein soll. Also diese Laterne da, die da hängt, die ist sehr, sehr hell. Aber wir können uns hier... Oh, ich kann mich tatsächlich hinsetzen. Oh Gott. Hallo. Jetzt sitzen wir hier an einem Tisch. Ich bin eventuell ein bisschen klein für diesen Tisch. Aber ich sitze. Komm, vielleicht noch. Die Welt sieht aber nicht so aus, als wäre sie sonderlich groß. Bin ich ehrlich. Also ich weiß jetzt nicht, wo wir hier noch so nicht wo lang gehen könnten. Hier ist so ein bisschen... Ich weiß noch nicht. Oder da hinten ist noch so ein schwarzes Brett. Da würde ich gleich mal gucken gehen. So. Ah. Mal das mal. Bup, bup, bup. So, was steht hier? Some notes before you get started. This map is best played with a small group. Turn off nameplates for extra immersion. Turn sound effects to 100. Don't worry, nothing is too loud. Ah, okay, okay. Und wir haben eine Quest. Okay, tatsächlich. Find the axe, place the skull. Okay, also können doch weitergehen. Na, wir sind jetzt eh alleine hier. Oh, da unten geht's weiter. Ich drehe mal die Kamera so. Oh Gott, wo seid ihr? Hilfe. Dass ihr mich von hinten seht, aber ihr seht, wo ich hinlaufe. Ich hoffe, das ist okay. Ich drehe mich immer wieder zu euch um. So. Ja, schönes Picknick, gell? Wir müssen eine Axt finden und irgendeinen Schädel platzieren. Okay. Ich weiß nicht, meine Oma hat gesagt, ich soll auf dem Weg bleiben. Ansonsten kommen die bösen Wölfe oder sowas. Ha. Ich weiß nicht. In das hohe Gras sollen wir auch nicht reingehen, weil dann kommen die wilden Pokémon, gell? So war das doch. So war das doch. Ha. Aber ich weiß, da hinten leuchtet so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da leuchtet ein kleines bisschen. Genau, Luni kommt dann. Also nicht ins hohe Gras gehen. Wir gehen mal zu dem Leuchten hin. Bam, 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 bam. Ja. Also nachts, ich hab schon mal mit Freunden an Geburtstagen oder sowas oder auf Freizeiten irgendwie so Nachtwanderungen gemacht. Und ich muss sagen, Nachtwanderungen im Wald sind echt gruselig. Vor allem, wenn die Leute da... Also wenn man dann auf einmal trotzdem irgendwie aus Versehen verloren geht oder sowas. Das, ja. Hier ist eine Kerze. Mit der Kerze kann ich nichts machen. Okay, das Leuchten war eine Kerze. Das war eine Kerze. Eule nachts im Wald, beste, ja. Nee, mit der kann ich nichts machen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Schuhu. 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 Ich muss eine Axt finden. Ich will erstmal auf den Wegen bleiben und nicht ins hohe Gras gehen. Kuckuck. Ja, nee, ich bin kein Kuckuck. Aber da vorne sind irgendwelche Kisten. Die gucke ich mir mal an. Früher haben wir in Halloween mal Fackelwanderungen nachts im Wald gemacht. Das war mega. Oh, das hört sich gut an. Ba, 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 ba. Hallo, ihr schwarzen, nicht texturierten Kisten. Habt ihr eine Axt für mich oder so? Anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Wir folgen mal dem Weg. Ein Date auf dem Friedhof ist doch mega romantisch nachts. Ja, gell? Friedhöfe sind voll toll. Vor allem, wenn man sich den ganzen Namen durchlesen kann.
Ich wünschte, da würden immer noch so lustige Sachen halt dann auf echten Grabsteinen draufstehen. Ich glaube, wenn ich irgendwann einen Grabstein beschriften muss, wo wir wieder beim Thema Bestattung wären, ich glaube, ich lasse mir da irgendwas Lustiges eingravieren. Ist doch sonst immer nur so, gelebt von dann bis dann, gestorben, Name, ja, wenn das nicht so doof, genau. wir gehen mal weiter. Ich brauche eine Axt und einen Schädel. Oh. Scheiße. Hier wird es sehr dunkel. Hier ist noch ein Weg. Glaube ich. Hier geht's irgendwo hoch. Aber es ist sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob ich auf diesen Berg hier drauf soll. Nee, ich glaube, da soll ich nicht hin. Geh mal wieder runter. Ba, 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 ba. Hallo Schatten hier. Ich gehe mal durch das hohe Gras. Boah. Können wir doch irgendwo anders hin? Müssen wir vielleicht an den anderen Bäumen suchen? Okay, ich gehe jetzt durch das hohe Gras. Ich trau mich. Ich muss eine Axt finden. Ich habe kein Pokémon dabei. Doch, ich habe euch dabei, Chat. Ihr seid mein Pokémon. Ha. Es ist so dunkel. Wir sind hier zwar alleine im dunklen Wald, aber ich glaube, dafür bin ich nicht bereit, Chat. I'm sorry. Aber nicht alleine im dunklen Wald, nicht nachts. Nee, das ist mir jetzt so gruselig. Hallo, ich sehe nichts mehr. Es ist hier so dunkel. Es ist so dunkel. Da vorne ist ein Licht. Ich gehe ins Licht. Hallo. Trink-Redeems und sowas müssen wir später einlösen. Mal schauen. Es ist in VR immer so schwierig. Hallo. Sind wir wieder ein bisschen im Licht. Aber ich habe keine Axt oder so gefunden. Geht's hier noch irgendwo anders weiter? Justin, danke schön. Danke schön für den Resub. Ich krieg zwar immer so eine kurze Benachrichtigung, aber die ist echt nicht lange da. Und wir, das war, glaube ich, wir stretchen einmal, gell? Wir stretchen uns. Einmal stretchen. Haben wir das Terrier nachts am Strand? Ja, das ist aber was anderes. Astarion ist ein Vampir. Dem vertraue ich nachts viel eher als euch, Chat. Naja. Außerdem ist das was komplett anderes. Puh. Ba, ba, ba. Ja, ich glaube, ich finde leider keine Axt. I'm sorry. Aber ich weiß ja nicht wirklich, wo wir hier hin sollen oder so. Geht's überall tief runter? Nee, wir haben nur den Weg, den wir schon gegangen sind. Aber da hat man ja nichts gefunden. Und nicht irgendwie jetzt im hohen Gras oder so. Wir können zwar dann nochmal runtergehen, aber... Was? Also, na, lassen wir das. Ich brauche eine Axt. Ist da irgendwo eine Axt? Badab. Irgendwo eine Axt. Hallo.
Ich finde halt immer nur die Kerze. Die Kerze ist das Einzige, was hier ist. Guck dich die arme Kerze an. Die ist ganz alleine. Ganz allein. Also ich, ja, gut. Also wir sind hier im dunklen Wald. Es gibt so ein paar Laternen, es gibt eine Kerze. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Es gibt hier halt nicht wirklich viele Anhaltspunkte, wo man irgendwie hin könnte noch. Auf das war es jetzt schon, oder? Weil es halt nur ein Wald, gell? Am Anfang bei der Bank. Wir können aber hochgehen. Du, 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 du. Wir gehen dann mal wieder zurück. Bam, bam, bam. Ba, ba, bam. Ich guck mal, was wir hier vorne noch haben. Warte mal. Oh, da ist eine Taschenlampe. Darf ich die Taschenlampe haben? Wo ist sie jetzt? Wo ist die Taschenlampe? Ah. Okay. Die Taschenlampe schwebt. It's magic. Ich will die richtig greifen können. Ah, jetzt sehe ich nichts mehr. No. Ich will die Taschenlampe. Okay, ich habe jetzt eine Taschenlampe. Vielleicht können wir damit eine Axt finden. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Jetzt kann ich wenigstens leuchten. Und dann kann es zaubern, ja. Hallo. Oh, nein. Meine Taschenlampe. Wo ist sie? Weg. Okay, warte, ich brauche eine neue. Ich brauche eine neue. Okay, also ich merke mir, die Taschenlampe kollidiert mit euch. Oh, du, du. Okay, ich gehe mal weiter. Wir gehen jetzt gucken, ob wir irgendwas finden im Dunkeln. Oh, weil wir haben jetzt eine Taschenlampe. Guck mal kurz so. Guck mal jetzt. Seht ihr, wie ich rumleuchte? Taschenlampe. Ist wieder das Problem. Ja, natürlich, ihr seid immer das Problem. Und habt ihr was anderes erwartet? So, wir gehen mal hinten zur Kerze. Ich will jetzt da gucken, ob ich da irgendwas finde. Im Dunkeln, ob es da irgendwie weitergeht oder so. Oh, look at this. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Okay, okay, okay. Moment. Da. Hallo. Ich bin alleine in einem dunklen Wald. Mit Chat. Was kann da schon schief gehen? Da vorne ist noch eine Kerze. Okay, okay. Seht ihr genug? Ja, ihr seht genug, ja. Ein Geräusch. Schuhu, schuhu. Da geht's weiter. Aber da vorne geht's auch weiter. Und es sind zwei verschiedene Wege. Ich glaube, ich will... Da vorne sehe ich noch eine Kerze. Ich glaube, ich will der Kerze nach. Das ist für mich erstmal sicherer. Mein Flügel wiggelt in die Kamera. Ich habe Pech gehabt. So. Hallo. Vorne ist noch eine Kerze. Da, 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 da. Ich bin jetzt so weit am Rand, eigentlich müsstet ihr genug sehen können. Oh Gott. Nein. Don't do that. Brimstone, ich sehe dich. So.
Nein. Was? Wer schreit? Warum schreit hier jemand? Ich will nicht, dass hier jemand schreit. Hoffentlich ist hier nicht Jack the Ripper oder so. Ich meine, wir laufen nachts nur durch den Wald. Was kann hier schon schief gehen? In einem gruseligen Wald, in dem Kerzen rumstehen. Ja, ich schlafe heute mit Nachtlicht. Und da kamen wir gerade. Also da hinten geht's weiter. Oder wie? Warte mal. Ich muss mich drehen. Da sind Kerzen. Ups. So, jetzt könnt ihr wieder sehen, wo ich hinlaufe. Oder? Nee, von hier kamen wir. Aber da vorne ist eine Kerze. Ich bin verwirrt. Ich habe schon laufen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hier ist die nächste Kerze, ja. Müssen wir wirklich hier durch? Das ist, oh Gott. Ich wollte jetzt nicht auch noch nachts auf dem Berg kraxeln, bin ich ehrlich. Hier sind aber ziemlich viele Kerzen. Ah. Da vorne ist was. Was ist da? Muss ich hier Kerzen anzünden? Ich habe kein Feuerzeug. Was soll ich damit machen? Das ist ja überhaupt keine nein, nein, was muss ich damit machen? Mit den Kerzen kann ich nichts machen. Okay, da ist irgendein rotes, da sind irgendwelche Symbole drauf, oben auf den Dingern. es gibt eine Sache, die ich im Dunkeln im Wald von dir nicht hören möchte. Wir haben uns verlaufen. Ja, aber wir müssen uns dann halt ehrlich eingestehen, wenn wir uns verlaufen haben. Das hilft uns ja sonst auch nichts. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Deswegen müssen wir mal gucken. So. Ich packe euch jetzt wieder hinter mich. Jetzt gehen wir zurück. Aber hier hat eben jemand geschrien. Wer hat denn da geschrien? Ein Candlelight-Dinner allein im Wald. Oh Gott, nein. Ich möchte bitte nicht alleine im Wald verloren gehen. Ich bin schon einmal im Wald verloren gegangen im Dunkeln. Das war nicht so schön. Oh Gott, ich habe gerade vor der Wurzel von dem Baum erschrocken. Da ist so eine blöde Wurzel. Ich hab gedacht, was ist das denn hier für ein Monster? Guckt euch das mal an hier. Oh. Schlimm. Schlimm. Wie soll man sowas aushalten? Okay, wo ging es denn hier jetzt noch weiter? Da ist es so buckelig. Wupp, wupp, wupp. Muss man noch eine Axt finden und irgendwelche Schädel platzieren. Ich weiß nicht, ob ich Schädel platzieren will und eine Axt finden. Also hier sieht es sehr buckelig aus. Ich weiß nicht, sind das Gräber oder was soll das sein? Hier sind noch gar keine Kerzen mehr. Mona und Chad verliefen sich im Wald, genau. Nein, 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 bitte geh weg. Da war gerade irgendwas im hohen Gras.
weg. Geh weg. Ich möchte nicht, dass du mit mir redest. Ich möchte nicht, dass du mit mir redest. Ich bin nur alleine. Hier im tiefen Wald. Ich verliere meine Lampe nicht, versprochen. Ich halte sie ganz fest. Meine Hand krampft schon. Eine Spinne? Ich weiß nicht. Ich möchte das nicht. Gruselig. Da hinten ist Licht. Ich gehe einfach weiter diesen Weg lang. Da hinten geht's auch noch weiter. Wieso geht's hier überall weiter? Wollen wir zum Licht gehen? Ich glaube, wir gehen zum Licht, gell? Dreh dich nicht um. Nee, wir drehen uns nicht um. Wir gehen zum Licht, denn Licht ist gut. Da hinten leuchtet's. Hört auf! Fuck you. Chat, wir haben ein Problem. Ich nehme eine gute Idee. Warum? Da sind Kisten. Da ist die Axt! Und das Blut. Ja, aber die Axt, die nehme ich einfach mit. Hallo? Hold to grab. Oh yeah. Ich habe jetzt eine Axt. Guckt euch meine Axt an. Ich habe jetzt eine Axt. Jetzt habe ich aber beide Hände voll. Was mache ich denn jetzt? Okay, jetzt gehen wir aber ins Licht. Und ich habe eine Axt dabei. Ihr seht nichts. Weil ich kann euch jetzt nicht weg... Ich kann... Warte mal. Wir müssen das anders machen. Ich drehe mich so rum. Und jetzt drehen wir uns so. Jetzt sollt ihr wieder was sehen. Okay. Ba, 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 ba. Da vorne sind auch noch Kisten. Und da sind Grabsteine. Seht ihr das? Das sind... Boah. Nee, ich gehe erst hier vorne hin. Da ist eine Laterne. Ich fühle mich bei der Laterne definitiv sicherer als bei den Grabsteinen. Vielleicht kann ich die Axt dort ablegen. Oh! I see. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Wir holen die Axt. Wir bringen die Axt einmal oben auf den Berg. Sind wir nämlich wieder am Anfang? Alright. Was hast du eigentlich Angst, Mona? Ja, vor euch! Vor euch, und weil ich nicht weiß, was mich erwartet. So, ich habe die Axt gefunden. Ich werde die Axt einmal hier auf den Tisch legen. So, ich habe jetzt mal die Taschenlampe in die andere Hand genommen. Wunderschön. Oh Gott. Hilfe. Oh, mein... Brille, die drückt. Okay, wir haben Axt gefunden. Wir müssen noch irgendwelche Schädel placen oder wie? Wie war das? Place the skulls. Okay, wir müssen jetzt noch Schädel placen. Ich hatte ja eben die Grabsteine da gesehen. Wir werden uns das jetzt mal angucken. Ich habe die Axt dort abgelegt.
Vielleicht müssen wir die Schädel auf diese Vorrichtungen placen, die wir gefunden haben. Die waren da hinten jetzt. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Ja, ihr seid gruselig. Oh, guck mal, der Schädel leuchtet blau. Da ein bisschen. Stimmt, eine gute Idee. Darf ich dich mitnehmen? Nee, ich darf dich nicht mitnehmen. Oh, das ist ein blauer Schädel. Warte mal, doch. Darf ich? Darf ich den... Ja, geh mal weg. Bleib du mal weg. Ich habe jetzt einen Schädel. Okay, jetzt müssen wir nur noch wieder zurück, wo wir eben waren, und das, den Schädel auf das blaue Dings da placen. Okay. Bop, 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 bop. Wartet mal, ich muss mich umdrehen. Do, 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 do. Jetzt könnt ihr wieder sehen, wo ich hinlaufe. Musik gefällt mir nicht. Nee, wir haben vor allem erst einen von drei Schädeln gefunden. Das heißt ja, hier müssen irgendwo noch zwei weitere Schädel sein. Aber, naja. Dann gehen wir wieder dahin, wo wir eben waren. Ich weiß, dass hier eben auch noch so ein Ding abgezeigt ist. Wir müssen den Kerzen folgen. Und dann placen wir dort einmal den Schädel. Und dann gucken wir mal, was wir für ein Ritual hier auslösen. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber es ist auf jeden Fall eine gruselige Map für mich. Also ich fühle mich maximal unwohl dabei. Hier jetzt im Dunkeln, nur mit einer Taschenlampe und einem Schädel, ohne Waffen, durch den Wald zu laufen. Und ich weiß, da ist wohl irgendwas. Da sind irgendwelche Wesen mit gelben Augen. Und ich mag die nicht. Jetzt hab ich schon wieder weggeschrien. Hör auf zu schreien! Gibt's keinen Grund zu schreien. Ich habe immer Angst, dass meine Taschenlampe leer geht. Oder ich die verliere. Das möchte ich nicht. So, hier musst du gleich irgendwo einen Berg hoch, gell? Auf der rechten Seite. Wo geht's denn hier jetzt den Berg hoch? Da. Da ist direkt den Berg hoch. Du, du, du. Da, da, da. Jedenfalls hättest du für dich behalten können. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu sehr Angst. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn wir den blauen Schädel auf das blaue Ding da setzen. Hier vorne auf die Dinger. Da waren so Symbole drauf. Wartet mal. So. Das ist rot, das ist grün. Hier links ist dann blau. Erleuchtet. Jetzt haben wir einen gruseligen, blau leuchtenden Schädel. Okay, dann lass uns noch die anderen Schädel suchen. Okay, wir haben auf jeden Fall die Axt gefunden. Ich weiß, wo die Axt liegt. Ich weiß noch nicht, wofür ich die Axt brauche. Ich habe Angst. Also ich kann aber auch nicht so viele Dinge mit mir rumschleppen. Also entweder Taschenlampe und halt noch Axt oder ein Schädel. Mehr kann ich halt auch nicht nehmen. Ich bin alleine. Der Grusel kommt noch. Ja, bisher haben wir halt jetzt nur einen Schädel, gell? Also, das ist jetzt noch nicht so viel anderes. Wir müssen uns jetzt erstmal finden, wo die restlichen Schädel sind. Aber ich werde jetzt mal da gucken. Wir hatten ja noch einen anderen Weg. Wenn wir jetzt hier bei den Kerzen wieder zurücklaufen, da haben wir noch einen anderen Weg gesehen. Und ich würde gerne gucken, was da ist. Was macht das? Es leuchtet blau. Ja, es leuchtet blau. Ganz richtig gesehen.
Oh, da war noch ein anderer Weg, den will ich gehen. Hör auf zu schreien, Mädel. Du schreckst mich mehr als sonst was. Mensch. Warum schreien die immer so rum? Genau, und hier vorne ging es jetzt links noch irgendwo weiter an dem Baum. Ahoi! Wir brauchen noch einen grünen und einen roten Schädel. Oh Gott! Ist ja noch ein Jäger unterwegs, ey. Warum? Warum? Warum tut ihr sowas? Jetzt mal ernsthaft. Warum? Ah, hier ist wieder eine Kerze. Ich finde gerade keinen. Also. Weiß nicht, ob das irgendwie gut versteckt ist, einfach. Warte, ich packe euch mal so ein bisschen weiter hier rüber. Hör auf zu knurren. Ich glaube, das wäre Hunger. Oh, man kann jetzt. So. Ba, ba, ba. Hallo. Ich will halt nicht ins hohe Gras oder so gehen. Ich will eigentlich am Weg bleiben. Die erste Schädel war jetzt auch hier am Weg irgendwo. Chat, könnt ihr mir eigentlich mal kurz sagen, wie lange wir hier schon allgemein am Streamen sind, wie viel Uhr es ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich merke einfach, dass das mir schon ein bisschen schlecht wird. Okay, jetzt knapp eine Stunde. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Okay. Ich brauche mal kurz eine Pause hier. Ich muss mal kurz meine Taschenlampe hier ablegen. Oh, aber ich kann auch eine Lampe nehmen. Guck mal. Ich kann auch eine Lampe nehmen. Okay. Boah. Es ist 2 Uhr morgens. Ja, wahrscheinlich. So, wir machen mal eine kurze Pause hier, bevor wir weiter durch den Wald irren. Und setzen uns einfach mal hier hin. Upp. Oh Gott. Ah, meine Lampe. Das war meine Lampe. So, ich muss mal ganz kurz nämlich, So, ich muss meine Hände mal kurz ablegen. Oh. Die Controller, die tun irgendwann ziemlich weh an den Händen. Boah. Cute Lamp, ja. Oh, ich muss mal meinen Zopf aufmachen, weil der richtig mies drückt. Unter der VR-Brille. Oder zumindest mal das Haargummi weiter runtersetzen. Das ist echt unangenehm. So. Ah, dankeschön. So. Oh, so ein Brat-Camembert. Oh, lecker. Jetzt bin ich ein bisschen Hunger. Mir gibt's heute wieder Curry. Ich koche heute wieder Curry. Ich habe meinen Mitbewohner gefragt, was er essen möchte heute. Und er meinte so, Mutter, ja, natürlich Curry. Du kochst das so gut. Und ja, wir haben so gefühlt jede Woche Curry. Ja, dass der Arm aus dem Hals kommt, das liegt daran, dass ich meine Hände abgelegt habe. Liegen am Tisch, das ist normal. Das ist normal. Ich meine, wir können uns, glaube ich, mal. Nee. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Moment, muss ich meine Hände wieder anziehen. Moment. So, ich wollte mich da hinsetzen. Seid ihr da oben?
So, ja, aber ich muss halt. Ich habe die Controller jetzt auf den Tisch gelegt. Gaben, sag mal meine Hände ab. Ja, es ist recht angenehm, mal ohne Hände rumzulaufen. Sollt ihr mal ausprobieren. Oh Gott. Okay, wir haben jetzt noch 2 Schädel. Ich weiß nicht, ob wir die noch hier hinbekommen. Mal gucken. Okay, okay. Du kannst deine Hände ausziehen. Ja, seht ihr doch. Guck mal, ich habe jetzt, hier, das ist meine eine Hand. Das ist die andere und die lege ich einfach auf den Tisch ab. Wenn ich schlecht wird, hört auf. Nee, nicht, dass du umfällst. Mir geht's, also, mir tut aktuell das Stehen am meisten weh. Ich stehe momentan während den Streams so viel. Das ist echt, ja, ich nutze meinen Stehschreibtisch gerade sehr, sehr intensiv. Und mir tun gerade so ein bisschen die Füße weh, tatsächlich. Boah. Meine Fußis. Naja. Mal gucken. Aber so, also grundsätzlich, das hier ist doch schön. Man hat was zu suchen. Es ist ein bisschen interaktiv. Es ist trotzdem gruselig, vor allem, weil da oben am Himmel auch noch so 2 gelbe Augen leuchten. Wie ich sie auch eben noch im hohen Gras gesehen habe. ja. Wir haben gerade so viel Spaß. Meine Füße haben gerade gar keinen Spaß, Theodor. Ich gucke immer darauf, dass ich so lang mache, wie ich auch kann. Aber wenn halt dann irgendwann nicht mehr geht, dann müssen wir aufhören. Und ja, wir haben beobachtet. Ja, ich werde beobachtet. Vor allem von mir. Hallo. Von mir werdet ihr besonders beobachtet. Das ist eine Eule. Ich weiß nicht, ob das so eine große Eule ist. Also es sind schon große Augen, die einen da beobachten. Boah. Okay. Aber das Schöne ist, ich habe mich heute noch nicht in meinem Kabel verheddert. Das passiert mir sonst immer, wenn ich VR spiele. Aber wir können auch einfach so noch Just Chatting machen. Einfach, auch wenn ich VR eventuell jetzt gleich ausziehe. Wir können auch so einfach noch Just Chatting machen. Wenn ich dann nochmal irgendwie Pausenbildschirm gebe und ich ein bisschen abbaue. Aber ja, so ein bisschen spooky VR ist doch auch was Schönes hier. Vielleicht mal mit anderen nochmal. Ich muss mal fragen, ob die anderen Bock auf VR haben. Ich hab gesehen, oder Luffy ist wohl auch irgendwie am Einrichtungen ausprobieren für einen VR-Chat-Stream. Also mal gucken. Vielleicht kann man mit Luffy nochmal irgendwas machen oder so in VR. Mal gucken. So. Ja, ist immer toll. Ja. Macht auch sehr, sehr viel Spaß. Es ist nur extrem anstrengend. Es ist nur extrem anstrengend, leider. Weshalb man das nicht so viel oder lange machen kann. Ich glaube, ich baue jetzt gleich mal ab hier. Kennst du nicht die friedliche Rieseneule? Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Also, ich bin die einzige Eule hier. Vor allem mit dem Hals und so gerade. Sieht so cursed aus. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gut. Verstecken spielen auf dieser Map. Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Verstecken spielen. Ich werde mir auf jeden Fall die Map mal merken. Ich ziehe meine Hände wieder an. So, Controller wieder richtig und fest. So, jetzt habe ich wieder... Ja. Alle meine Fingerlein sind wieder da. Es gab da so ein Kinderlied mit Fingern. Warte mal, wie ging das denn... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich könnte mal so ein Kinderlied. So. Moment. Ich speichere mir die Welt aber auf jeden Fall mal ab für zukünftige VR-Chat-Sessions eventuell. Weil wir haben hier ja noch nicht alles gefunden. Mal gucken. Okay. Hätten wir das. Normale Halsbewegungen für eine Eule. Ja. Also für eine Eule tatsächlich teilweise. Eulen machen ja dieses Headbobbing, nennt man das. Wenn die halt ihren Kopf so bewegen. Weil Eulen können quasi ihre Augen nicht bewegen. Deswegen müssen die alles mit dem Kopf machen. Nee, das war keine Fingerfamilie. Das waren Tiere. Warte mal. Wie ging das?
Der Ringfinger ist der Ziegenbock mit dem langen Zottelrock. Kleiner Finger ist die Katze. Nee, kleiner Finger, Ritze, Ratze ist die kleine Mieze Katze. Was war denn der Daumen? Was waren die anderen Finger? Der Zeigefinger ist das stolze Pferd, das die Kinder reiten lehrt. Der Mittelfinger ist die Kuh, die macht immer mu mu mu. Genau, Ringfinger ist der Ziegenbock mit dem langen Zottelrock. Kleiner Finger, Ritze, Ratze ist die kleine Mieze Katze. Sowas halt. So ging das, glaube ich. Ich weiß noch nicht, was der Daumen war. Das weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. So, wir gehen mal in unsere Homeworld mal wieder. Und dann kann ich da in Ruhe abbauen. So, yes, ich bin nach Hause. Das ist ein Kinderlied? Ja, das ist ein Kinderlied. Das habe ich... ja. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Hallo. So, da sind wir wieder. Schön. Kenne ich auch nicht. Keine Ahnung. So, warte mal. Oh Gott. Moment, so. Ha. So, jetzt können wir uns hier entspannt nochmal einsetzen. Aber ja. Ich baue jetzt mein VR-Setup erstmal ab und dann gehen wir einfach noch so in Just Chatting. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Wie gesagt, sollte jetzt erstmal so ein bisschen spooky sein. Wir gucken mal, was wir sonst noch so machen in Zukunft. Ich würde gerne mit euch einen Kürbis schnitzen, die nächsten Wochen. Ich muss so einen Kürbis holen und ich muss Zeitung horten, damit ich meinen Schreibtisch irgendwie auskleiden kann damit. Und dann muss ich mal gucken, wie wir das machen. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich, ich muss meine Mutter fragen, ob sie mir meine Kamera wieder mitbringen kann. Mal gucken. Dann können wir vielleicht so zusammen noch einen Kürbis schnitzen und sowas mit Handcam. Mal schauen. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich bin gespannt. Ja, genau. Aber ich habe erstmal sehr, sehr viel Spaß mit in VR heute gehabt wieder. Auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur kurz ist. Aber wie gesagt, VR-Chat ist sehr, sehr anstrengend. Allgemein VR. Vielleicht spielen wir irgendwann mal VR-Phasmo für ein, zwei Röhnchen und scheißen uns einfach in die Hose. Also bitte nicht in echt. Aber ja, man weiß nicht. Vielleicht ist das auch einfach so immersiv, dass du denkst, du machst dir wirklich in die Hose. Naja, mal gucken. Ich baue jetzt mein VR-Setup ab. Ich schicke euch erstmal ganz kurz in die Pause und sehen wir uns gleich wieder, gell? Und dann machen wir noch so ein bisschen Just Chatting, wie wir es gewohnt sind mit dem normalen Model. Aber bis gleich. So, Pause. So.
Oh, scheiße. Ja, gut. Ich muss ja natürlich auch entmuten. Ich dachte, ich hätte mich entmutet. So, jetzt sind wir da. So, normal, normal. Es ist, oh, das ist echt anstrengend für die Augen manchmal. Also, theoretisch, man hat ja mal gesagt bekommen als Kind, sitz nicht zu nah vorm Fernseher, sonst bekommst du rechteckige Augen. Aber bei der VR-Brille ist ja wirklich dieses Display ist ja direkt vor deinen Augen. Es ist ja wirklich sehr, sehr nah dran. Ich glaube, die Eltern würden sich da bestimmt beschweren hier. Also so. Ja, und jetzt halt einfach die VR-Brille, die das Display einfach direkt vor deinen Augen hat. Boah. Meine Augen, die sind jetzt wirklich angestrengt. Ich bin froh, dass ich die Brille gerade abgenommen habe. Ja, aber ich habe tatsächlich. Ich frage mich, wie das Streamer machen, die wirklich viel und lange VR-Chat streamen. Oder allgemein VR-Games. Ich weiß nicht, ob euch Fillion irgendwas sagt, aber sie ist VTuberin und macht eigentlich alles in VR-Chat, soweit ich weiß, mit Full-Body-Tracking. Zumindest sieht es so aus. Sie macht sehr, sehr viel VR-Chat und ich weiß wirklich nicht, ob das einfach nur so eine Übungssache ist oder ja. Es gibt einige Streamer, die da ja bei VR sehr, ja. Ja, dein Tiny Model. Ich hab gar nicht, also ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie groß ihr Model da jetzt ist. Moment, So, ich ändere noch gerade mal die Kategorie. So. Ja, mal gucken. Das Training. Wahrscheinlich gewöhnst du dich irgendwann dran. Ich mache halt sehr selten was in VR. Vielleicht können wir das ein bisschen öfter machen. Vielleicht für so ein Stündchen oder sowas, dass man sich langsam dran gewöhnt. Und ja. Wir haben gesunde Augen. Ich könnte auch nicht lange sowas direkt vor der Nase haben, ohne Augenkopfschmerzen zu bekommen. Ja. Ich war tatsächlich jetzt letztens beim Optiker und habe mal einen Sehtest machen lassen. Ich mache das so immer wieder alle paar Jahre, um einfach mal zu gucken, ob sich meine Augen irgendwie verschlechtert haben. Und ich bin wohl minimal weitsichtig. Ich habe mich nämlich gewundert, dass ich morgens auf dem Computer gefühlt nichts sehen kann. Morgens ist das ganz schlimm, aber der Optiker meinte so, ja, bei den Werten braucht man keine Brille oder sowas. Eigentlich ist das sogar perfekt, weil man abends immer etwas kurzsichtig wird und dadurch, dass ich weitsichtig bin, irgendwie plus 0,5 oder so Dioptrien, gleicht sich das perfekt aus dann abends. Ja, das ist schön. Mal gucken, aber... Mal schauen, ob dann irgendwann Mona wirklich mit Brille hier hockt. Ich habe ja keine Brille eigentlich. Also, die ist fake. Fillion macht sogar Breakdance mit VR, kein Witz. Fillion macht so viel Zeug in VR und ich weiß nicht, wie sie das hinbekommt. Aber sie hat auch, glaube ich, also sie hat auf jeden Fall erzählt, dass sie schon viele, viele VR-Controller einfach geschrottet hat. Also, ja, ich glaube, das passiert dann ziemlich schnell, wenn man so viel Zeug damit macht. Und dann auch so komische Sachen. Alles fake. Als nächstes sagst du uns, dass du gar keine Eule bist. Ich bin ein Drache. Ja. Mal gucken, ob wir irgendwie das Drachenmodel in VR bekommen. Ich müsste mich halt damit auseinandersetzen, wie man das Model für VR aufbereitet. Weil das halt spezielle Sachen ist. Du musst ja halt dann quasi in Unity nochmal die ganzen Bones hinzufügen. Oder beziehungsweise bearbeiten. Du musst mit der VR-Chat Schnittstelle dann für Unity muss Zeug machen. Also wir müssen mal gucken. Ich würde gerne Drachenmona auch irgendwann im VR-Chat haben. Aber ich müsste mich da wahrscheinlich einfach mal richtig mit beschäftigen. Was soll ich dir noch glauben können? Alles gelogen. Ja. Tja. Schwierig. Mal gucken. Ich würde es aber gerne probieren, weil ich habe tatsächlich
Schon ein bisschen rumgespielt mit dem Aufsetzen von VR-Chat-Models in Unity. Aber ich habe da ein bisschen, also nicht unbedingt Angst vor, aber wenn Marco so erzählt, was sie so für Probleme mit Unity hat, da überlege ich mir dann fünfmal, ob ich das wirklich möchte. Mal gucken. Ja. Ist halt so im Internet. Ja, du kannst im Internet nichts glauben hier. Nichts kannst du glauben. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah. Aber immer hier. Ich brauche mal Ruhe. Ruhe für die Augen und für den Kopf. Ruhe für die Augen und den Kopf. Naja. Mal gucken. Mein Hirn ist auch Matsch. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß eben mit ein bisschen VR-Chat. Vielleicht können wir das ein bisschen öfter machen, ab und an mal für so ein Stündchen. Müssen ja nicht immer übertreiben oder so. Aber vielleicht kann man sich dann mal so ein paar schöne VR-Chat-Maps raussuchen und mal gucken, was man so machen kann dort. Ja, mega. Das freut mich. Vielleicht können wir auch mal wieder eine VR-Chat-Collab mit Baru und Kenichi machen. Wir haben ja schon mit denen Just Dance gespielt und ein Escape Room gemacht. Vielleicht kann man da mal wieder mit den beiden irgendwas machen oder so in VR. Das wäre zumindest cool. Die zwei sind wirklich fun, ja. Ich muss mal gucken, wie ich das noch hinbekomme mit Full-Body-Tracking. Das wäre natürlich cool. Aktuell habe ich kein Full-Body-Tracking für VR. Weil das recht expensive ist. Also, wie viel kosten denn aktuell die Vive-Tracker? Wie viel kosten die denn? Die gibt's gar nicht. Ich kann die gar nicht kaufen auf Amazon. Ich kann gar keine von diesen Vive-Trackern kaufen. Aber 200 Euro ungefähr. Einer. Und du brauchst, für die Knie brauchst du, oder für die Füße, also für die Knöchel brauchst du jeweils einen. Also mindestens drei. Im Full-Body-Tracking braucht man so einen Anzug, oder? Nein. Man braucht keinen Rokoko-Suit. So ein Rokoko-Suit kostet 10.000 Euro bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber viel Geld. So ein Rokoko-Suit, wie Marco ihn hat, den kauft man sich nicht einfach so. Es gibt so Tracker. Man hat dann so... Sind das so Klettbänder? Sind auf jeden Fall so... Bänder, die man sich halt dann irgendwie um den Knöchel macht und daran wird dann so ein Tracker befestigt. Und das kann man halt, damit wird halt dann getrackt, wo zum Beispiel dein Knöchel ist oder dein Knie und deine Hüfte. Also für Basic Full Body Tracking brauchst du drei, für jeden Fuß einen und für die Hüfte. Und dann hast du halt, also die Hände- und Armpositionen werden ja über die Controller getrackt. Das heißt, da brauchst du keinen. Wenn du jetzt natürlich noch mehr haben möchtest, dann kannst du das gerne machen. Das ist halt nur teuer, deswegen für Basic Full Body Tracking ist halt Spendengold 4000 für Marco Suit. Nein, wir kaufen uns keinen Rokoko Suit. Außerdem ist das nicht Marco Suit, sondern es ist Leitmotiv Suit, den Marco verwenden darf. Haha. den Marco sich von Leitmotiv snifft hier und ja. Schon eine Summe. Ja. Aber es ist, also Sony hat eine interessante Technik auf den Markt gebracht. Das nennt sich Mokopi. Das sind so kleine Dinger, die man halt dann an seinen Fuß oder so macht. Oder Mokopi. Aber ich glaube, die gibt es in Europa noch nicht zu kaufen. Die Sony Mokopi VR und 3D Connect, was? Content. Warte mal. Was? Es ist auf jeden Fall so ein Tracking-System und das kostet $500. Und da kannst du halt dann ganz easy quasi auch für auf dem Handy oder sowas kannst du dann halt so Full-Body-Tracking haben. Hast du eins für den Kopf, ein Ding, dann für deine Handgelenke und für die Knöchel. Und damit könntest du dann auch dementsprechend ganz leicht
die dann so ein Full-Body-Tracking-Ding zusammenstellen, was halt sehr klein und portabel ist. Also du hast nicht diese riesen Wife-Tracker, du brauchst keine Base-Station in dem Sinne jetzt dafür. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ja, Mokopi ist so so das Ding, wo viele VTuber jetzt drauf gucken und überlegen, ob sie es holen für so Full-Body-Tracking, weil das halt wirklich sehr, sehr praktisch ist. So wirklich ganz, ganz kleine Dinger. So gefühlt groß. So, die sind so groß wie eine 2-Euro-Münze, die einzelnen Tracking-Punkte. Und ja. Also, da müssen wir dann mal überlegen. Das könnte man dann auch in Vinyan oder so verwenden, damit ich so hier auch Full-Body-Tracking habe. Ob das auch funktioniert? Das funktioniert. Das ist funktioniert zwar nicht so... Es hat seine Limits, sagen wir so. Aber es ist auf jeden Fall für den Preis und für die Portabilität quasi. Also, das ist halt wirklich sehr klein. Du kannst es in so einer gefühlt Brotdose mitnehmen alles. Funktioniert das schon sehr gut. Also es gibt verschiedene Full-Body-Tracking-Techniken. Du kannst natürlich die für mehrere tausend Euro in Rokoko-Suit holen. Das ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr aufwendig. Also du kannst es natürlich alles hochskalieren. Es gibt auch Programme für Webcams, die dann nur über das Webcam-Bild ein Full-Body-Tracking ausgeben, aber das ist halt nicht für VR-Chat geeignet. Oder für VR allgemein. Mokopi ist für VR geeignet. Und für andere 3D-Programme. Da muss man halt immer gucken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die verschieden gut funktionieren. Es gibt auch dieses Slime VR. Das ist aber unglaublich kompliziert. Das war über, ich glaube, so ein Kickstarter-Ding war das. Das ist auch so ähnlich wie Mokopi. So kleine Dinger an so Klettverschlussbändern, die du um deine Handgelenke oder so machst. Aber da musst du dir quasi für dieses Slime-VR musst du dir irgendwie einen eigenen Server aufsetzen und deine Slime-VR-Tracker programmieren. Und das musst du vor jedem Mal machen, dass du damit irgendwie VR-Chat spielen willst oder sowas. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Mokopi macht das quasi von einer großen Firma in besser, in einfacher und sowas. Für VTuber sollte das ja reichen. So umfangreich braucht ihr das ja nicht. Ja. Wir brauchen keinen Rokoko-Suit. Also Maku hat den Rokoko-Suit, weil sie damit Sachen ausprobiert. Sie ist ja, ich sag mal, so ein bisschen auch die, die Development-Abteilung für 3D bei Leitmotiv, so gefühlt. und ja. Genau. Deswegen, Maku hat da nochmal anderen Nutzen aus dem Rokoko-Suit, als wir das jetzt hätten oder bräuchten. Ja. Genau. Aber mich wundert, dass die Vive-Tracker überhaupt, also dass die gerade nicht wirklich verfügbar sind bei Amazon. Oder doch in den Einkaufswagen. Aber okay, die sind nicht gebraucht. Doch, ich kann die kaufen. Aber die sind schweineteuer. Dann kostet halt so ein Tracker 200 Euro. Nee, Theodor, nicht Wife wie Ehefrau, sondern Wife wie die HTC Vive. Das gehört mit zu der HTC VR-Brille. Deswegen Wife-Tracker. V-I-V-E. FIFA. Ja, genau. Nicht wie Ehefrau. Auf Englisch, nee. So nicht. Ja. Genau. Das zum Thema Full-Body-Tracking. Luni und Finn haben halt, wie gesagt, Full-Body-Tracking über diese Vive-Tracker. Die werden dann von der Base-Station, wie auch normal, die Brille und die Controller dann aufgenommen quasi und dann da entsprechend dann die Position des jeweiligen Körperteils ermittelt. Ja. Mal gucken. Irgendwann habe ich auch mal Full-Body-Tracking, ja. Mein Rücken tut so weh. Hilfe. Okay.
Ich glaube, wir machen jetzt auch nicht mehr so lange. Hat mich jetzt echt kaputt gemacht, muss ich zugeben. Haben wir jetzt echt ein bisschen geredet. So, wir können euch aber gleich zu Loni rüber raiden. Die hat nämlich Loni 2.0 Debüt. Und neues Outfit-Reveal. Ich habe das Outfit schon gesehen. Und es ist ein nices Outfit. Also. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Da raiden wir euch dann gleich rüber. Einmal zu Loni. Und dann mal gucken. Könnt ihr euch dann noch einen schönen Abend machen. Und ich mal schauen, wie ich hier jetzt irgendwie entspanne oder so. Genau, vielleicht noch gleich Abendessen vorbereiten und so. Ja. Genau. Jetzt bin ich neugierig. Tja. Also Loni ist gerade noch mit Starting Soon. Die beginnt ja ihren 24-Stunden-Stream jetzt heute. Morgen bin ich übrigens bei Loni zu Gast. Ab 10 Uhr machen wir bei Loni ein Frühstückssegment mit, ich glaube, Naya war mit dabei. Ginger, Luffy. Finn war nicht dabei. Finn hat keine Zeit. und ich weiß nicht, war Marco mit dabei? Ich weiß es nicht. Egal. auf jeden Fall haben wir da einen schönen Frühstückstalk und ich freue mich da schon richtig drauf. Und dann ab 15 Uhr sind wir auch am Samstag jetzt, also morgen live mit Baldur's Gate 3. Da spielen wir dann auch mal weiter und ich bin gespannt, was da auch noch auf uns zukommt. Und dann mal gucken. Ja. ja, vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Dabeisein. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und mit dem bisschen VR-Chat. War jetzt heute ein etwas kürzerer Stream, aber ich hoffe, das war okay. Wie gesagt, VR-Chat ist immer etwas anstrengend. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir da ein bisschen Übung drin. Müssen wir mal schauen, was wir dann noch in Zukunft im VR machen. Ich hatte jetzt vor, wieder ein bisschen häufiger VR-Chat oder sowas zu spielen. Oder irgendwelche anderen VR-Games. Gibt ja noch viel mehr, was man da machen kann. So. Dann wünsche ich euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß bei Loni. Die ist jetzt gleich in 10 Sekunden aus dem Starting Soon draußen. Und dann, viel Spaß. Habt noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns morgen dann hoffentlich zu Baldur's Gate wieder. Und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.